So. Da sind sogar nur 5 Orks drin. Das ist dann ein Kinderspiel. Ja, und dann fehlt nur noch er hier. Wow, der benutzt jetzt aber Reichweite, du. So, letzter Generator. Ich verpriesel mich mal. Hier wollte ich auch noch Holzblöcke hinbauen. So, dass das nicht so komisch aussieht. Und ansonsten sind wir eigentlich fertig. Oh. Und das war der letzte. Ich find's lustig, dass immer alle Sachen noch hier angezeigt werden, obwohl ich sie verkauft habe. What must I do for someone to listen to me? Geschafft, alle Barrieren sind unten. Mach dich bereit, Magiges. Rücken wir dir auf die Pelle. Blöder Kommunikator, warum funktionierst du nicht? Magikus, hört ihr mich? Ich benötige dringend Hilfe. Er hat eine Sichel in der Hand, dieser Druide, oder was? Was hat er jetzt vor? Okay. Ich guck gerade, wo meine Armee ist. Die kehrt langsam wieder zurück. Wow, wir haben maximale Zufriedenheit jetzt auf einmal. Das hatte ich auch noch. Habe ich auch noch nie bemerkt. So, schnappen wir uns mal die Truppen. Ich kann da, glaube ich, leider nichts bauen. Es wird zerschreddert, oder? Bin ich mal sicher, ob ich da was bauen will. Oh. Ich habe ihn jetzt da unten eingesperrt. Der zerstört meine. Okay. Was zu viel ist, ist zu viel. Komm her und stirb. Und er ist tot. Sieht aus, als gehe ich zurück zu meinen Wurzeln. Hear me out. Endlich. Hoffentlich konnte ja niemand Wichtiges informieren. Lass uns diesen orangenen Kristall schnappen. Oh, und er läuft, löst sich in Rauch auf. Sehr schön. Steintreppe. Auch wenn es jetzt nichts mehr bringt, aber ich muss hier ein paar Aufräumarbeiten vollziehen. Dank diesem Mistkerl, und ich habe hier immer noch meinen Jungzwerg, den ich zum Bergarbeiterzwerg machen kann. Magierboden. Was bringt mir der eigentlich? Kann ich den verkaufen? Ja, der bringt Steine, juhu. Strebewerk. Mhm. Ja, den Magierboden kann ich verkaufen, nur die Blitzfalle nicht. So ist alles wieder aufgebaut, wo es hingehört. Ja, ist es gut. Dann schnappt sich mal einer den orangen Kristall, bitte. Gute Arbeit, Leute. Jetzt können wir die nördliche Barriere wohl durchqueren. Der Magier erwähnte einen Namen. Magikus. Ob das wohl derselbe Magikus ist, der die Magier im Krieg anführte?
Aber das ist vor Hunderten von Jahren. Nur König Vater ist so alt. Ich frage mich, ob es derselbe Magikus ist. Wer weiß, was mit dieser verdammten Magie alles möglich ist. So, wir haben den orangenen Kristall und wir können zurück zur Welt. Ah ja, und uns hat wirklich nur die Soldatenkultur gefehlt, die wir jetzt bugmäßig gekriegt haben, aber wir haben es ja wieder nachgeholt. So, wir haben den orangenen Kristall bekommen, wir haben Einfluss gewonnen durch die Hauptqueste. Also ja, wir haben es durch den Bug die Soldatenkultur bekommen, aber wir haben ja das dann trotzdem freigeschalten, also lassen wir das mal so gelten. Und wir haben ein neues Gebiet freigeschalten. Ein Magier ist lästiger als der andere. Haben Sie auch derart genervt, Vater, als ihr zum ersten Mal auf sie traft? Ja, aber er dürft sie auf keinen Fall unterschätzen. Dieser Magier mag zwar dusselig gewesen sein, aber trotzdem konnte er noch viele Informationen über euch und euren Clan versenden. Vater, wir haben eine Nachricht erhalten. Anscheinend versteckt sich in Heldenland eine Art Informant. Er schreibt, kleine Zwerge, fürchtet euch nicht, denn ich bin einer von euch. Ups. Ich weiß, dass ihr euch Heldenland nähert. Die Zeit wird knapp. Ihr müsst hierher kommen und mich finden. Ich habe absolut fantastische Informationen über Magikus. Die müsst ihr euch unbedingt alle anhören. Ich befinde mich an einem Ort namens das Testgelände. Oh, die Magier scheinen außerdem Verstärkung angefordert zu haben, die von der Nordgrenze her eintreffen wird. Hochachtungsvoll der Informant. Whatever you're doing, this is more important. Wohl auch feindliche Verstärkung und Informationen über Magikus. Anscheinend habt ihr eure Aufgabe schon gefunden. Ja. König Vater natürlich. Und wow, da ist gerade was vorbeigerast, mal wieder. Also ja, es fehlen nur noch diese beiden Gebiete hier zum Freischalten, wie man sehen kann. Da das jetzt der orangene Kristall war. Und hier der gelbe Kristall schwebt. Ist das hier die gelbe Grenze, auch wenn man es nicht so gut sehen kann von hier aus. Von hier aus sieht sie nämlich auch mehr bräunlich-orangelich aus. Und das hier ist die violette Grenze. Aber einen braunen Kristall gibt es gar nicht. Das wäre auch komisch, ein brauner Kristall. So, wir haben das neue Gebiet freigeschalten. Hellland. Hellland. Also wenn da noch ein L wäre, würde es wie Höllenland klingen. Ja. Orte. Das Testgelände, die nördliche Grenze. Dies ist das einzige Land, das mit dem unbekannten Land nördlich von Vanaheim verbunden ist. Aus dem Norden erstreckt sich eine weite und tödliche Wüste, die Reisen in nördlicher Richtung fast unmöglich macht. Trotzdem erschienen die Magier zum Beginn des Großen Krieges hier zum ersten Mal. Also ja, sie schicken Invasionstruppen hier über die Wüste. Weil wie man sehen kann, hier ist alles bergig und dahinter ist immer noch Wüste. Ja, aber erstmal, wir haben Ostwindhaf abgeschlossen. Wie man sehen kann, stand die Mühle da schon, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Truppen am Kommunikationszentrum. Und wir haben noch mehr Truppen hier oben, die mit der Übung beschäftigt sind. So, währenddessen haben wir hier neue Gegnertypen mal. Mal sehen, ob wir auf sie treffen auch, weil wir haben ja bereits hier Skelett-Orks gesehen, aber auf die sind wir nie gestoßen. Bin mal gespannt, ob wir jetzt auf die Ogre stoßen werden. Gut, wir haben zwei Missionen mal wieder. Wie man sehen kann, eine neue Königsmission, also Ausrüstungsmission. Sieht nach einer neuen Kröne und einer neuen Rüstung aus. Kann man sich die Krone eigentlich anzeigen lassen? Ja, Schlachtenrüstung, die gehört zur Schlachtenrüstung dazu, die gehört zur neuen Rüstung dazu. Und wir haben einen gelben Kristall, wie bereits erwähnt. Gucken wir mal, was haben wir hier? Hellland, die nördliche Grenze.
Dies war die letzte Siedlung, die die Zwerge zur Zeit des großen Königreichs errichteten. Hier fand auch das erste Aufeinandertreffen zwischen Zwergen und Magiern statt. Man sandte dem unbekannten Volk hochrangige Zwerge entgegen, nur um sie spurlos verschwinden zu sehen. Die Siedlung hier konnte nicht lange standhalten. Nun scheint es so, als hätten die Magier einen unterirdischen Tunnel angelegt, der bis in die Ländereien nördlich von Vanaheim führt. Ja, die Magier hatten damals im großen Krieg wahrscheinlich Glück, dass sie zum einen ihren Magikus an ihrer Seite haben, der wohl hier in dem hohen Turm residiert, auf den wir auch noch zukommen werden. Hier stehen übrigens solche untoten Ork-Skelette, die ich gemeint habe. Zum anderen waren sie wahrscheinlich alle zusammen und auf einem Haufen. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir sie einzeln bekämpft haben. Und mit guter Vorbereitung und allem. Jetzt, das hatten die Zwerge damals wahrscheinlich nicht. Und sie waren wahrscheinlich zu sehr verstreut und nicht darauf vorbereitet. So, dann haben wir noch das Testgelände. Gefahrenbereich. Dies war die frühere Zwergenhauptstadt von Hellland. Die jüngste und kleinste aller Zwergenhauptstädte. Goblins mit Pinzen in den Augen. Die Wüstenhitze hatte die Zwerge so lange von einer Besiedlung abgehalten, bis es keine andere Möglichkeit mehr gab. Die Stadt sah zwar nicht viele Besucher, doch war sie nicht bar jeglicher Schönheit. Da sie aber unzureichend befestigt war, fiel sie aus dem Norden kommenden Magiern schnell in die Hände. Ja, das, was ich gerade gemeint hatte, sie waren einfach nicht vorbereitet. Ja, ostwindhaft, dann ist das hier westwindhaft und das letzte Gebiet. So, wir brauchen noch 100 Punkte, bevor wir den nächsten Einfluss erreicht haben. Dann können wir ja mal Startkapital freischalten. Und dann Glück. Ja, wie viele Gebiete gibt es jetzt eigentlich insgesamt? Wie viele haben wir schon freigeschalten? 1. Das ist Südmittelland 2, 3. Also 4 Gebiete haben wir jetzt abgeschlossen. 1, 2, 3. 4. Sieht man auch, wir haben 1, 2, 3, 4 Kristalle. So hätte ich einfacher zählen können. Und 3 haben wir noch vor uns. Also dürfte ich, denke ich mal, dass wir wenigstens noch 2 Einflusspunkte kriegen für Fertigung. Ja. Auf jeden Fall finde ich den Forschungsbaum ein bisschen besser als den Fertigungsbaum. Mal abgesehen vom Preissturz, das war dann nachher richtig toll, wenn alles verdammt viel billiger geworden ist. Und die Verbesserung meines Zwergenhorts. Ja. Gut, die Folge wird dann wahrscheinlich jetzt etwas kürzer werden, weil es rentiert sich nicht, die paar Minuten noch sich hier die nördliche Grenze anzusehen. Gut, das heißt, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Also, bis dann.